Klassenerhalt für den TC Blau-Weiß. Nach der durchwachsenen Hinrunde sichert sich das Team von Maximilian Linker mit einem 10:4 gegen den Mariendorfer HC den Verbleib in der ersten Bundesliga. Hätten wir heute 0 Punkte geholt, wären wir abgestiegen. Unentschieden hätte zwar auch gereicht, aber wir haben das sehr souverän gemacht. Von Anfang an gezeigt, dass es hier unsere Halle ist und unsere 3 Punkte. Und ja, ich bin sehr stolz auf die Jungs. Schon vorher ist klar, es muss mindestens ein Unentschieden gegen den Tabellenletzten her. Doch auch für die Mariendorfer heißt es heute alles oder nichts. Und schon von der ersten Minute an ist die Spannung zu spüren. Blau-Weiß in den dunkelblauen Trikots dann aber mit dem besseren Start. 1:0 durch Moritz Kehlitz in der 6. Spielminute. Mariendorf mit einem Feldspieler mehr, aber ohne Torwart, was das Team von Maximilian Linkert gnadenlos ausnutzt. 4:1 durch Sebastian Holler in der 29. Minute bringt die Vorentscheidung zur Halbzeitpause. Also ich glaube, dass den Jungs halt viel Selbstvertrauen nochmal gegeben hat, dass sie halt gemerkt haben, was können wir, worin sind wir stark und dass wir es auch, wenn es wirklich drauf ankommt, ja, den kühlen Kopf bewahren, das heiße Herz haben und da wirklich alles geben können und gewinnen können. Nach der Pause machen die Grunewalder da weiter, wo sie vorher aufgehört haben. Jonathan Lehmann-Richter auf Maximilian Stahl mit dem Pass auf Clemens Schulze, der spektakulär zum 5:2 netzt. Die Mariendorfer in der 2. Hälfte mit dennoch starken Aktionen, wie zum Beispiel dem 7:4 in der 55. Minute durch Niklas Engemann. An die Grunewalder kommen sie aber nicht mehr ran. 10:4 letztendlich der Endstand in der Sporthalle Charlottenburg durch Maximilian Stahl. Und es ist klar, der TC Blau-Weiß bleibt erstklassig. Mariendorf hat versucht, früh zu pressen, haben den Torwart rausgenommen, mit einem Mann mehr gespielt. Und davon haben wir profitiert. Wir haben super hinten raus gespielt. Wir haben davon profitiert, dass Marc zum Beispiel auch zurück ist, unser Captain, der lange verletzt war. Und ja, das hat man heute einfach gesehen. Und vorne waren wir dann eiskalt, haben gute Tore geschossen und es toll ausgespielt. Freude auf der einen Seite bedeutet auf der anderen allerdings der Abstieg für die Mariendorfer. Unser Fazit zum Spiel, also wir hatten eine Phase, wo wir nochmal hätten rankommen können. Wir haben Ecken gezogen, wir hatten die Tormöglichkeiten und in dem Moment waren wir nicht da und dann haben wir auch verdient verloren. Zum Abschluss also nochmal 3 Punkte für den TC Blau-Weiß plus Klassenerhalt. Nach holprigem Start also doch noch ein versöhnliches Ende mit der Saison.